Okay, Leute, ich weiß jetzt, wie man ihn besiegen muss und ich bin jetzt gewappnet. Tod den Feind den Mystiker. Okay, wenn er sagt, gibt alles, Pause machen. Wenn er gesagt, gewiss, danach kommt etwas. Angriff mit Blitz. Antipode. Und ich weiß, wie viel Lebenspunkte er hat. Er hat 2100, also so. Dieser elende Wichser hat mich so fettig gemacht und mich so blamiert. Antipode, 349. Okay, wir haben schon 500 Schaden gemacht. 500 Schaden, gut. Gewitter. Und. Okay, nichts machen. Nichts machen. Jetzt Antipode. Wenn er sagt, gegen Angriff hat Pause oder so, dann müsst ihr alles geben, was er hat. Was wir Magie an, was wir Angriffe haben. Okay, so. Jetzt kann es losgehen. Okay, jetzt haben wir über 1000 Schaden bei ihm gemacht, oder? Zyklonwasser. Okay. Fick dich ins Knie. Gewitter. Okay, was sagt er? Und ja, gewiss. Okay. Ich muss mich mal kurz heilen gleich. Okay, Objekte. So. Antipode. Okay, das war gut. Und wieso guckt er in diese Richtung? Guckt auf den Gegner, verdammte Scheiße nochmal. Habe ich ihn gleich besiegt? Ich weiß nicht. Okay, komm. Ja, ist klar. Objekte, Belebung, so. Komm, Antipode, oder? Und so. Gewitter. Ich hab gewonnen. Puh, 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 puh. Mit dem behinderten Spitzhacke konntest du nicht bei mir einsetzen. 250 Erfahrungspunkte erhalten. 10 Tech-Punkte erhalten. 1500 Gil erhalten. Maler recht nächste Stufe. Ja, verdammter Wichser. Wenn der große Magus, der vor 400 Jahren Lavos erschuf, die menschliche Rasse nur vernichtet hätte, dann wäre die Welt in den Händen der Mystiker. Goal. Und ich hatte solche behinderte Probleme mit denen hier. In der mittleren Ära schuf Magus Lavos, der die Zukunft unseres Planeten zerstören wird. Wenn ihr die mittlere Ära besuchen und Magus beseitigen, wird das die Geschichte verändern? Wir könnten das Tor auf Lenas Platz benutzen. Lenas Platz. Und was ist das für ein Ort? Hineinspringen? Ja. Und wo führt es uns hin? Das weiß ich nicht. Hey! Warte, kann ich wieder dahin? Da stand irgendwas mit Vortex. Okay, wie kann ich jetzt wieder... Kann ich wieder dahin? Stand irgendwas da gerade mit Vortex. Egal, wir gehen mal Lukas Haus und wir sehen uns mal an, was der Papa zu sagen hat. Er stand in der Komplettlösung, dass der Vater irgendwas für die Tochter bereitet hat. Lenas Platz. Warte, wo war Lenas Platz denn? Ey, da ist die Mama. Luca und Taban haben für ihre Kinder... Ja, okay. Der Vater kommt. Vater, hier haben wir heute eingenommen. Oh, wie nett von dir. Hallo. Was hat die... Luca und Taban haben nur für ihre Kinderreisenzeit. Und... Ach, hier kam ich ja. Und... Oh, hier kommt gerade recht. Du hast ein Taban-Weste erhalten. Mein bestes Stück. Die stärkste Verteidigung für meine Tochter. Ey.
Ey, immer schön auf die Tochter denken. Danke. Ach, komm doch. Luca. Tabanweste. Gut so. Und weiter. Hallo, ich will in diesen verdammten Vortex rein. Okay. Wo ist denn Lenas Platz? Okay, das ist Lenas Platz. Warte, wo kann ich eigentlich nach Hause? Kann ich auch irgendwann mal nach Hause oder so? Weil ich denke, ich kann nicht mal irgendwie nach Hause. Lenas Platz. Ey. Willkommen zur Jahrtausendfeier. Viel Spaß. Wie lange will die Feier noch andauern denn? Din 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 din. Warte, wo kommen wir da hin? Zur mittleren Ära, also zu 600 AD oder wie das hieß, oder? Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Ey! Und speichern wir ab. Da ist noch ein neues Tor erschaffen worden. Alter Mann. Besuch mich jederzeit, ich bin eine Art Helfer. Kann ich nochmal gegen ihn kämpfen? Und? Hier, wollt ihr ein bisschen üben? Nein. Jederzeit, Freunde, denkt dran, ich bin der Meister des Krieges. Ja, ich hab dich trotzdem besiegt. Ha, ha, ha. Ich hab dich trotzdem besiegt. Da kannst du mich mal am Arsch lecken. Lenas Platz. Nein. Was ist das? Zur Friedensschlucht. Ja, das ist das da, oder? Das ist die mittlere Ära. Warte mal, er hat gesagt, wir kommen zu dieser Stelle da am Ende der Zeit, nur wenn ihr über 400 Personen sind. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas mit dem Emulator jetzt. Wartet kurz. Okay, es geht weiter. Und der Sound ist immer noch so scheiße. Ich weiß nicht, warum das daran liegt. Ich weiß es ganz und gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob war es schon davor so. Ich weiß es einfach nicht. Okay, die Gegner sind sehr schwach. 112. Ich glaube, ich bin ein bisschen overlevelt. So. Aber wieso ist da kein... Warte, ich weiß doch, dass es früher hier Musik gab in diesem Dungeon oder nicht. Auf euch scheiße ich, weil ihr nichts könnt. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Schaufensterbummel, yeah. Okay, wir gehen mal wieder raus. Oder soll ich wieder ein paar Sachen kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir ein paar Sachen. Kein Schaufensterbummel. Ja, ich weiß. Kaufen. Tonic. So. Belebung. Kann ich auch noch ein paar Mal gebrauchen. 10. Das darf auch noch 10. Okay, das reicht doch schon. Ja, selbst freut sich bestimmt. Okay, ich glaube, wir müssen zur Brücke, weil ich denke, es gibt nichts mehr, was wir jetzt machen könnten. Sinan-Brücke. Oh, ich wusste es doch. Und, was sagst du? Unsere Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aufs Schloss Guardia getroffen? Wir können Markus Amini allein besiegen. Unsere Hoffnung ruht auf den Helden. Okay. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Eine Komplettlösung stand da. Dass wir jetzt den Koch ansprechen müssen. Der muss uns irgendwie Futter geben für die Mannschaft. Nicht, dass sie alle abkratzen. Und hier. Din, 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 din. Halt, wer wagt es? Oh, ihr seid es wieder. Okay, wo war der Koch? Irgendwie unten, oder? Din. Din 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 din. Hallo? Irgendein Held sollte auftauchen. Soll der König versuchen, ein Bestes zu tun als Kopf hoch? Hallo, was liegt auf... Markus hat schon 3 tapfere Krieger besiegt.
Okay, hier kommt Markus her. Okay. War hier nicht der Koch? Wo zum Teufel war der verdammte Koch nochmal? Okay, wir gehen einfach mal hier runter. Hier war der Koch. Yeah. Koch. Was, mein Bruder, er? Das kommt davon, wenn man denkt, man sei der Einzige, der für sein Land kämpft. Hey! Hört auf zu meckern, werdet erwachsen. Sei ruhig, was weißt du schon? Okay, jetzt wird er versuchen, hinterher zu laufen. Was? Er läuft uns nicht hinterher? Gib uns Essen, verdammt! Die beiden versuchen wirklich, sich zu vertragen. Männer sind so Narren. Der Koch tut nur so, in Wahrheit ist er immer in Sorge um den Hauptmann. Du Wichser, gib mir Essen. Hey, los! Ey, willst du mich verarschen? Hey, los! Ja, ich weiß. Hey, ich will Futter haben, verdammte Kacke. Din. Hallo, gib mir Futter. Okay, dann gehe ich raus. Wenn du mir kein Futter geben willst, dann ist dein Problem. Halt! Also er kommt jetzt wirklich. Yeah, er kommt jetzt. Nimm das hier mit. Ein Rauchfleisch erhalten. Und das ist für euch, nehmt es. Eine Kraftpille halten. Yeah. Und sagt diesem Narren, er möge gesund zurückkehren. Oh, er macht sich Sorgen, sein Bruder. Oh. Din. Okay, ich kämpfe nicht herum, weil die Gegner hier alle behindert sind und schwach sind und alles Mögliche. Und einfach hier durch. Wieso ist der Sound aber so behindert bei diesen meisten, bei den Dungeons? Warte, wenn das so ist, dann muss ich das mal angucken. Okay, hier ist der Sound noch normal. Hier. Okay, es lag nur an diesen komischen Wäldern. Ich weiß nicht wieso. Egal. Din. Jetzt gebe ich dir Fleisch. Sir Krono, ist dies etwa für uns? Ja. Unsere Nationen. Der Koch hat uns alle gerettet. Was jetzt? Sir Krono, wenn ich nicht zurückkehre, richtet mein Bruder meinen Dank aus. Bitte. Was ist hier los? Truppen sind zum Angriff übergegangen. Sie durchbrechen unsere Verteidigung. Hört mir der Heulerei auf. Das ist ja beschämend für die Ritter der Tafelecke. Tafelecke? Rittersport. Wir werden Markus' Truppen vernichten und unserem König Ehre erweisen. Aber sind sie nicht in Überzahl? Dies ist unsere letzte Verteidigungsstaffel. Niemand darf sie durchdringen. Verstanden. Okay. Warte mal. Kacke, ich muss mich aufheilen. Tut mir leid, aber ich muss mich aufheilen. Unterkunft, kann ich die benutzen? Ja, ich kann die benutzen. Okay. Speichern wir. Der Held ist da. Ey. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Save State. Und gucken wir uns mal das an. Das Viech, was da ist. Ihr. Übertreib. Was bist du für ein Viech? Ich bin Ötzi, Markus' höchster General. Wer sich Markus widersetzt, bekommt es mit mir zu tun. Ja, meine Kinder, lasst sie ihn verdammt kosten. Angriff. 17 Schaden, okay. Was auf einmal? Okay, wir müssen hier Magie einsetzen, oder was? Eis. Gewitter auf dich hier. Bist du weg? Also das sind wieder Viecher, die auf Magie nur reagieren, auf physische Attacken nicht mehr. Okay, langsam findet man Attacke. Du Wichser. Okay, das... Haben wir gewonnen? Yeah! Diese Flöhe sind jetzt her, als ich dachte.
Und was hast du da für ein Problem? Hallo? Geht's euch gut? Ich wollte nicht hoffen. Wart nur. Ich habe euch unterschätzt, aber das passiert mit mir nicht nochmal. Du Wichser, wie machst du aus unseren Soldaten sowas? Wer erlaubt dir so eine Kack? Grrr, es ist aus mit euch. Okay, Gewitter auf dich hier. Du machst Eis auf den hier. Es wird schnell vorbei gehen, aber sehr schnell. Feuer auf den hier. Sehr, sehr gut. 179. Und fick dich. 20. Und Feuer auf dich hier. Dankeschön. Angriff, Angriff, Angriff. Was? Schon wieder gewonnen oder was? Verflixt. Und was kommt jetzt? So, das war's. Leg dich nicht mit Krone an oder du wirst es bereuen. Seid ihr für Viecher denn? Was bist du zum Teufel denn? Los, Somba, vernichte die Markus-Feinde. Okay, Gewitter. Du machst Antipode auf ihn hier. Er hat irgendwas mit... Okay, das war nicht so schlimm. Antipode, also der obere Teil 960, der untere hat 860 Lebenspunkte. Verdammt, der untere heilt sich. Gewitter, so. Und Antipode auf ihn hier. Und weiter. Okay, der ist auch bald Geschichte, denke ich jetzt mal, mit Antipode. Gewitter. So. Ist er jetzt tot? Hoffe ich jetzt mal. Was zum Teufel? Antipode hier. Blut, 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 Blut. Ich will Blut. Attacke auf die Unterleib von diesem Skelett da. MP-Sauger. Okay, der obere Teil ist weg. Der untere Teil ist noch da. Gewitter. Kann der untere Teil eigentlich irgendwas? Ich weiß es nicht. 36. Okay, wir machen mal alle Magie. Gewitter. Verwirrt Gegner. Objekt. Äther auf dich selbst. Feuer, so. Feuerangriff, komm. Ich komme voll durcheinander in diesem Kampf. 175. Verdammnis, Verdammnis. Gewitter. Eis. Feuer. Okay, der Boss ist leicht. Nicht wie dieser komische Wichser, der so ein komisches System hat. Mit Angriffsstruktur und alles. Was zum Teufel heilt das dich? Okay. Ja! Puh! 350 Erfahrungspunkte erhalten. 10 Tech-Punkte erhalten. 1500 Geld erhalten. Krone erreicht nächste Stufe. Haha. Dün, 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 dün. Hallo? Ich auf die Brücke wieder. Okay, jetzt sagen wir die Kommandanten mal Bescheid. Danke dir, Sir Krone, wir die Brücke erhalten haben. Aber wenn wir Margo selbst nicht besiegen, bleibt dieser Sieg bedeutungslos. Da hast du aber recht. Okay, aber im Intro sah es ganz anders aus, wie man Soba trifft und so. Hey, ein Dorf. Das sollen wir uns doch gleich mal angucken. Wohnhaus. Und du? Mami sagt, ich darf nicht draußen spielen, wegen der Monster. Es ist so langweilig. Ist es wahr, dass der König verletzt wurde? Was wird aus uns und unserem Land werden? Verschlossen. Verschlossen. Marco soll über obskure Kräfte jenseits der Monster verfügen.
Oh, wo kann Sir Cyrus noch stecken? Ob er sein Königreich verlassen hat? Wer ist Cyrus? Ich kenne nur Miley Cyrus. Laden. Und du? Der Held ist da. Das heißt, ein gewaltiger Kampf wird beginnen. Willkommen, was darf sein? Kaufen. Ach komm, ich dachte, ihr kommt hier Waffen oder so. Vielen Dank, für nichts tun. Ältestenhaus. Oberhaupt, ich will, dass du mystische Regenbogenmuschel findest. Ist ein bisschen Geld, wir zählen auf dich, Thomas. Hey, kein Problem, ich bin ja ein der mystische Forscher. Gut, was, Chef? Ich warte auf gute Neuigkeiten. Das ist erledigt und ich esse noch etwas, bevor ich aufbreche. Okay. Nur das uralte Schwert Masamune kann ihn besiegen und nur der Held kann es führen. Wer ist Masamune? Wir können aus der Regenbogenmuschel reflektierende Rüstung machen. Die wären gut gegen Magie. Aber dieser Typ ist ein wenig verrückt. War es ein Fehler, ihm zu vertrauen? Vielleicht. Der Held ist gekommen. Er ist stark und wird diese Monster vertreiben. Welcher Held meinen Sie die ganze Zeit? Der Bürgermeister von Sandorino lebt hier. Seid ihr Fremde oder von Margos Truppen geflohen? Und du? Margos hat drei Spezialgesellen: Özzy, Flea und Slash. Sie sind skrupellose, gehorsame Bestien. Margos Höhle ist auf der Insel im Osten. Sie ist von unbezwingbaren Klippen umgeben. Din, 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 din. Din, 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 din. Dorino-Stube. Tut Buße, denn das Ende der Welt ist nah. Und du? Hast du den Held getroffen? Ja. Oh, ich will ihn auch einmal sehen. Ich bin ganz aufgeregt. Was passiert, wenn ich Nein mache? Hast du den Held getroffen? Nein. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Wie der Hoffnungsträger der Welt wohl aussieht, ich bin so aufgeregt. Von hunderten von Jahren wurde ein Schwert gemacht, das Masamune, Masanoho als das. Niemand kann es heutzutage noch ein vergleichbares Schwert machen. Okay. Du? Sie sagen, das mystische Masamune liegt tief in den Dendaro-Bergen und werde von Domänen verbracht. Oh, sind Margos Truppen wirklich aufgerückt? Aber wenigstens ist der legendäre Held da, um uns zu retten. Welcher legendäre Held denn? Soll ich euch etwas erzählen? Ja? Goblins mit riesigen Hämmern machen die Dendaro-Berge östlich von hier unsicher. Verbrennen ihre Hämmer, sie sind jedoch harmlos. Ah, okay. Merke ich mir. Viele Leute gehen in die Gaststube, fragt dort, wenn ihr jemanden sucht. Übrigens, Energiewirbel verschwinden durch eine Schlagattacke. Die Natur ist im Gleichgewicht. Okay. Margus beschwört etwas ungeheuer Böses herauf. Glückt es ihm, gibt es ein Entkommen. Wir werden alle sterben. Deshalb lebe ich jetzt. Und du? Hey, wie geht's? Wenn du meine Rechnung übernimmst, erzähle ich dir das Neueste. Sicher. Vielen Dank. Hey, bitte noch einen. Ein paar eklige, gefährliche Frösche spucken im Süden herum. Ein paar eklige Frösche spucken im Wald im Süden herum. Okay. Sucht ihr den Helden? Geht nach Süden, im Poredorf. Dort soll der Herrstamm. Poredorf. Hallo, dies ist das R&R-Gasthaus. Eine Nacht 550 Gil? Ja, klar. Oh yeah, ruht euch auch nur aus. Yeah, wir ruhen euch ein bisschen aus. Wann war das letzte Mal, dass ich mich ausgeruht habe? Das weiß ich gar nicht. Yeah. Yeah. Dun 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 tim dun tim 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 tim. Okay. Kann ich auf irgendeinen Berg rauf? Dun 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 dun. Okay, ich kann auf keinen Berg. Was ist hier? Fionas Villa. Schatztruhen. Ein Ethermillion. Mein Mann Marco kam noch nicht aus dem Krieg zurück. Aber diese Wälder bedeuten uns viel. Da passe ich bis ich dann auf sie auf. Warte, verdammt! Wir könnten diesen Besitzer reden, dessen Sohn wir gerettet haben. Diesen Fritz oder so. Dieser Fritz? Zauberwald. Okay. Den. Porestaube. Und du? Nein. Bis bald wieder.
Okay, Kaffee. Was gibt's im Kaffee? Ein seltsamer Kreatur kam neulich vorbei und murmelte von König Lena und dem Masamune. Das war ein hässlicher Frosch. Ah, Frogman. Kaum zu glauben, der legendäre Held war ein Junge aus dem Dorf. Weißt du was? Weißt du das Neueste? Nein. Denk dran, der legendäre Held stammt aus diesem Dorf. Oh, wirklich? Hey, ja, kaufst du mir einen Sprudel? Sicher. Danke, eine sichere Reise wünsche ich. Habe mich nach der Regenbogenmuschel umgesehen. Sie ist auf einer kleinen Insel. Es fragt sich nur, auf welcher Insel. Und das Geld meines Auftraggebers ist alle. Was soll ich tun? Du Wichser! Ich kann es nicht glauben. Tata, der ungezogene Wicht, soll der Held sein? Tata? Habt ihr von den magischen Höhlen gehört, östlich der Denadoro-Berge? Ich sah, wie sich ein Spalt öffnete und eine Horde Ghule hineinging. Ich will mit Magus und seinen Freunden nichts zu tun haben. Okay, der Wichser hat sein ganzes Geld ausgegeben. Tatas Haus. Sehen wir uns mal diesen Tata-Jungen mal an. Mein Sohn, der legendäre Held, muss am Hafermehl dienen. Und dass ich sein Vater bin. Oh. Und wo ist sein verdammter Sohn Tata? Will man sehen, wie er aussieht. Bist du der Sohn oder was? Mein Enkel ist ein mutiger Held. Das hat er von mir. Das, davon träumst du, alter Sack. Davon träumst du ganz bestimmt. Ältestenhaus. Und du? Ich werde Tata heiraten. Hier sind zwei Schatzen, die ich nicht öffnen kann. Hätte ich nur etwas Rauchfleisch, das gäbe ein tolles Essen. Du darfst den Inhalt der Schatze neben dem Bett behalten, wenn du sie öffnen kannst. Bürgermeister, die magische Höhle liegt unten. Ja. Tata bekam die Heldenamulett. Ich dachte erst, er sei gefälscht. Er muss sehr mutig gewesen sein. Wahrscheinlich sucht er im Norden nach dem legendären Schwert. Din. Okay, wir haben noch 10 Minuten oder so. Die werde ich jetzt mal sinnvoll nutzen und kurz in den Zauberwald gehen. Okay. Was seid ihr für Viecher? Kann ich euch angreifen? Ja, ich kann euch angreifen. Okay. Ich denke mal, hier muss ich wieder Magie einsetzen. Gewitter. Eis. Auf den hier. Bist du weg? Was zum Teufel, du lebst noch? Was zum Teufel machst du Regen auf mich? Feuer. Warte, erstmal gucken. So. 173. Okay, da. Ach, fick den. Ach. Oh, der Schaden ist so erbärmlich bei denen. Das ist so erbärmlich. Hat er gerade seinen eigenen Kameraden angegriffen? Angriff, Feuer. Hat er gerade seinen eigenen Kameraden angegriffen, der Wichser? Okay, diese verraten sich alle hier gegenseitig. Yeah, 178. Sehr, sehr gut. 104 Erfahrungspunkte erhalten, 6 Tech-Punkte, 660 Gil. Der hätte nur eine 6 gefehlt, dann hätten wir 666 Gil. Hey. Und eine Truhe, die wir öffnen werden. Eine Unterkunft. Was sind das eigentlich? Frösche oder? Die sehen aus wie kleine Schimpansen. Antipode. Wir machen Antipode so. Der greift. Diese Schlange ist so ein Opfer. Die Schlange hat echt die anderen Kameraden geopfert. Egal, beide sind tot. Zum Glück habe ich diese Antipode-Magie, die ist echt gut. Echt, echt gut. Zum Glück habe ich die. Ich glaube, da hätte ich auch ein paar Probleme gehabt. Hallo. Okay, der ist alleine hier. Es wird ein sehr leichter Prozess sein, ihn zu töten. Quappe, okay. Er macht Regen, der Regen tanzt. Aber er soll einen Frosch darstellen. Ja, das muss ein Frosch sein. Seltsamer Frosch hat da irgendeiner gesagt, okay. Kommt noch mehr was aus dem Busch? Gewitter. Antipode. Äh.
Eis auf. Ach komm, hier. So. Doppelt Antipode. Was machst du? Hä? Body Slam, okay. Denn, die Schlange guckt echt bekippt. Willst du mich verarschen? Das war da auch gerade auf 2. So. Eis. Okay, Eis auf dich. Ich hoffe, du stirbst jetzt mal. Weil ich keinen Bock mehr auf dich habe. 174. Dankeschön. 78 Erfahrungspunkte. Yeah, yeah. Und was bringt es jetzt mir? Wo zum Teufel bin ich? Wessen Haus ist das? Wer ist da? Hey, das ist der Froschman. Du, Krone, bist du hier, um deine Fähigkeiten im Fechten zu verbessern? Hey, wie geht's dir? Wie? Der König ist verletzt? Ich verstehe. Ich verstehe. Bitte geh, all die Weile ich nichts tun. Was? Bitte geh, all die Weile ich nichts tun kann. Ist klar. Der Held bin ich nicht. Nicht die sind meine Taten. Der Held bin ich nicht. Oh. Magieschal. Das war eine Truhe. Okay. Haben die Stühle Augen? Ey, das sind doch Augen. Okay. Ey, ich bin an diese komische Truhe ran, die du da versteckst. Okay. Denn. Schieb ihn weg. Der Held bin ich nicht. Du Wichser, gib mir die Truhe. Okay, ich gehe wieder raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, jetzt kommen noch die Viecher. Fickt euch doch ins Knie. Gewitter. Feuer. Auf den hier. Die sind schwach, ich weiß nicht. Das langweilt mich schon etwas. Ich wusste, dass er den opfert, um zu leben. Den. 172. Okay, er ist weg. Die bekippte Schlange ist weg. Ey. 78 Erfahrungspunkte. 4 Tankpunkte. Okay, jetzt raus. Oder soll ich mal gucken? Ach komm, ich gehe raus. Verdammt. Wieso bin ich ausgerechnet hier angekommen? Gewitter. Feuer. Wir machen einfach mal so. Wir greifen mal alle die Schlangen an. Weil die anderen Schlangen ja die anderen opfern werden. Dafür. Okay, Opfer. Greif eine Schlange an. Greif ihn an. Okay. Eis auf dich hier. Du machst Angriff auf den hier. Gnaga. Denn. Ich wusste es doch. Und du bist weg. Und Feuer auf dich. Die machen so wenig Schaden, das ist echt erbärmlich bei denen. Okay. 104 Erfahrungspunkte. Yeah. Das war geil. Was steht hier? Schild. Piratgrundstück. Betreten verboten. Quark. Warte mal. Von irgendeinem Busch höre ich Geräusche. Ach so. Okay. Den. Denadoro-Berge. Okay, das war davor auch. Das war davor nicht, das weiß ich doch, oder? Oder stimmt. Okay, wir gehen mal erst hier hin.
Hier ist wieder alles okay. Hier gibt es wenigstens wieder Sound. Ah! Okay, du bist also Tata oder was? Was bist du für ein Goblin? Gewitter? Ach du heilige Scheiße, wie viel die aushalten. Also wie viel die austeilen, das ist echt erbärmlich. Aber sehr viele Erfahrungspunkte. Tata. Junge, was für ein furchtbarer Ort. Nichts wie weg von hier, solange es noch geht. Ach. Ogan. Feuer. Okay, da haben wir es weg. Jetzt ist er ein normaler Goblin. Jetzt mache ich einfach mal Feuer, so Donner auf seinen Kopf und weg ist der. So, wie war der Tipp noch da, den der eine alte Sack gesagt hat. Okay, ihr weckt diese komischen Goblins auf. Dafür mag ich euch nicht. Ganz und gar nicht. So. Antipode. Okay, drei auf einmal. Oder ist der schon tot? Ja, der ist schon tot. Okay. Die zwei Goblins sind irgendwie eingeschlafen. Okay. Okay. Wenn die schlafen wollen, okay. Yeah. Antipodes, Männerattacke. Männerattacke. 118 Erfahrungspunkte. Heilung erhalten. Hey. Hey. Okay. Speichern. Ich will eine Schatztruhe. Deswegen gehe ich so lang. Das ist doch schlau von mir. Mit Einbelebung. Ey. Und hier hole ich mir auch das ein Äther halten. Hallo. Kann ich den nicht angreifen oder was? Hallo, kann ich den nicht hinter uns angreifen? Ja, ist klar. Ein mächtiger Zorro-Vogel will ja Freilanzer. Feuer auf dich hier. Du machst Gewitter auf ihn hier. Du machst Eis auf ihn hier. Dann Hammer ist weg. Ist das ein normaler Goblin? Jetzt machen wir diesen Zorro-Vogel mal tot. Okay, der ist tot. Jetzt kommt Eis. Ja, Leute, ich glaube, ich bin ein bisschen overlevelt. Weil irgendwie sind die alle hier schwach. Schwach wie Toastbrot. 71 Erfahrungspunkte. Ey, ey, ey. Super geiler. Und kommt noch mehr von euch? Kommt noch mehr? Dun, 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 dun. Die Musik ist echt geil im Spiel. Feuer auf ihn hier. Gewitter auf das hier. Du machst Eis auf ihn hier. Ja, das war schon erledigt. Danke für den Tipp, Frau, Mann oder was das war, dass mir das gesagt hat. Ich weiß gar nicht, sollten wir eigentlich zu diesem Wald gehen, wo der Frosch ist? Und da bin ich jetzt einfach umsonst dahin gegangen. Dun, 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 dun. Yeah. Super geil, lo. 500 Gil, ey. Dun, 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 dun. Du Wichser, du willst mich angreifen oder was? Okay. Feuer. Du machst Eis auf ihn. Und Krone guckt zu. Verbrenne ihn. Verbrenne den Hammer. Aber der Wichser wollte uns wirklich erschlagen mit dem Hammer. Aber so nicht hier, so nicht. Nicht in meinem Let's Play. Dieser Hackran hat sowieso mich schon blamiert mit meinen Skills. 2000 Erfahrungspunkte. Yeah. Yeah. Und weiter geht's. Dun, 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 dun. Okay, hier rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.